Ja, herzlich willkommen zurück zum Recap von The Captain. Ich habe in der letzten Folge die einzelnen Entscheidungen, die ich im ersten Durchlauf getroffen habe, noch einmal ganz kurz wiederholt und für mich entschlossen, dass wir einsteigen auf Selig und die Indiana Jones Story spielen. Das heißt, uns für die Bergung des Artefakts entscheiden und schlussendlich in Kauf nehmen, dass die Greenfinger oder die Kultur der Greenfinger untergeht. Ich bin mir nicht sicher, ob das passiert, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das ohnehin geschehen wäre, wenn Prainys und Kim noch auf dem Planeten gewesen sind. Aber ich brauche das Sternfragment und ich muss tatsächlich dieses Sternfragment oder dieses Artefakt bergen. Und das Zweite ist, ich bringe Kim nach Talaron, um dort noch ein mögliches Sternfragment zu bergen. Und das Ganze habe ich mehr oder weniger vorgespielt und lasse es jetzt schnell ablaufen, um diese Entscheidung erstens für mich nicht schwerer zu machen, als er ohnehin schon war, denn wir stehlen hier das Relikt und gehen dann mehr oder weniger in die Schatzsuche mit Kim. Und das ist eine ganz typische Riders of the Lost Ark Geschichte, auch im Point-and-Click-Stil, wie die großartigen LucasArts-Spiele von Indiana Jones. Das Ganze habe ich hier in einem Setting so gewählt, dass ich alle möglichen Varianten ausprobieren wollte, um mit so wenig wie möglich Verlusten und so groß Gewinn wie möglich aus der Situation rauszukommen. Das heißt, hier sehen wir das Artefakt in dem Tempel Prainys kommt, der uns gefolgt ist, und er droht damit, Kim zu erschießen. Das Ganze habe ich hier in den mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, der Suizidpille tatsächlich versucht zu verändern. Kim stirbt in dem Fall trotzdem und ich kann hier nicht anders reagieren, als dann später neu zu laden. Einfach deshalb, weil ich mit Kim auf Talaron muss und faktisch nur das falsche Artefakt hätte verkaufen können für 300 Credits und das richtige Artefakt mitnehmen, um es dann schlussendlich zu einem Sternfragment zu machen. Deswegen gebe ich Prainys jetzt die Suizidpille, die ihn an die Bonbons aus der Bar erinnert. Damit scherze ich mir die Belohnung des guten Kerls, the good guy, weil ich eine böse Entscheidung getroffen habe. Schlussendlich aber, da sieht man es ganz kurz, schlussendlich habe ich aber in mehr oder weniger Notwehr gehandelt, um Kim zu retten. Auch die Versuche, noch weitere Artefakte mitzunehmen, scheitern. Das heißt, ich muss tatsächlich den Planeten mit Kim zusammen verlassen und habe dann interessanterweise versucht zu pokern, indem ich nicht zuerst nach Talaron fliege, sondern zuerst zum Nugget-Knoten, um die Story dort wieder aufzunehmen. Das hat mir Kim allerdings übel genommen und drohte das Schiff zu verlassen. Und ich fand es erst witzig, allerdings kam dann tatsächlich jemand, um sie abzuholen. Deswegen habe ich hier an der Stelle auch nochmal neu geladen, bin dann mit ihr nach Talaron geflogen und habe dort ihr Spiel mitgespielt. Das heißt, die beiden hatten eine gemeinsame Nacht und ich bekomme dann ein weiteres Artefakt. Und dieses Artefakt kann ich ebenfalls zu einem Sternfragment weiterentwickeln. Und da sieht man schon, das ist der Kopf, der da im Regal steht. Und diese Szene habe ich ebenfalls vorgespielt, weil sich danach dann noch der Nugget-Knoten anschloss und das Trade and Pay. Und ich würde von hier aus dann weiterfliegen Richtung Pi. Und in Pi zunächst die Geschichte mit der Weltausstellung abschließen, um dann die Story der Kinder des Waldes umzusetzen. Aber bevor ich das tue,
Würde ich sehr, sehr gern tatsächlich, jetzt muss ich mich ein bisschen leiser drehen, würde ich tatsächlich sehr, sehr gern noch den Schrottplatz erkunden. Denn solange tatsächlich der Notruf von meiner Frau nicht kommt, von Ortis, bin ich in der Lage, mich hier noch in dem Raum frei zu bewegen. Und das will ich zumindest so weit ausnutzen, dass ich dann alle Teile beieinander habe, die ich brauche. Im Moment ist die Lage nämlich eine sehr, sehr gute. Wir haben 7 Sternfragmente, auch wenn wir den Untergang der Kultur der Greenfinger damit möglicherweise eingeläutet haben. Wir haben 4 Tromium-Behälter und wir brauchen, um alle Außenposten zu retten und um die Erde zu retten, noch einen Tromium-Behälter und ein Sternfragment. Die Lage ist also sehr, sehr gut. Beides könnte ich auf dem zentralen Schrottplatz, auf dem großen Zentralschrottplatz bekommen und deswegen reisen wir dahin. Ist in Ordnung. Wir fliegen hin. Du hast einen gesperrten Bereich betreten. Der große Zentralschrottplatz ist eine staatliche lymianische Sicherheitszone. Deine Anwesenheit hier verstößt gegen nicht weniger als 33 Paragraphen des Gesetzes. Das Schiff vor dir ist Teil des automatischen Sicherheitssystems Denied. Wir werden jetzt fortfahren und dein Schiff beschlagnahmen. Wir sind auch verpflichtet, dir zu empfehlen, während dieses Prozesses keinen Widerstand zu leisten. Hey, Moment mal. Können wir bitte darüber reden? Reden wird nichts an der Tatsache ändern, dass du unbefugt eindringst. So. Zum Kämpfen haben wir nichts. Meines Wissens wird dieses Schiff konfisziert. Wir werden verhaftet. Also nochmal eine komplett neue Story-Mission, die abseits der Hauptgeschichte hier eingebaut ist. Das Wissenschaftsschiff Copernicus wird kontaktiert. Dein Schiff befindet sich jetzt in einem Stasisfeld. Der Versuch, dem Feld zu entkommen, ist extrem gefährlich. Schon ein geringerer Kontakt mit dem Feind führt zu einer massiven Krafteinwirkung auf dein Schiff. Der Captain der Copernicus wird hiermit angewiesen, sich sofort in der äußeren Luftschleuse zu melden. In Kürze wird ein Transportshuttle zu deinem Schiff eintreffen. Wenn der Captain der Copernicus nicht innerhalb von 15 Minuten nach ihrer Ankunft an Bord des Transportshuttles ist, betrachten wir das als einen Akt der Aggression. Ende der Nachricht. Oh je. Hast du eine Idee, was wir tun können, Schiff? Nicht wirklich, Captain. Das Feld um uns herum hat eine auf Antimaterie basierende Mikrofilament-Kristallfrequenz. Ich bezweifle sehr, dass unsere Motoren überhaupt anspringen werden. Und unsere Waffen werden von hier aus auch keine Wirkung haben. Seufz. Dann muss ich wohl in die Luftschleuse gehen. Ich mache die Berechnungen hier, Captain. Ich weiß nicht, wie wir von dieser Position aus gewinnen können. So, also nochmal ein komplett neuer Handlungsstrang. Der Captain ging zur Luftschleuse und wartete auf die Ankunft seiner Anführer. Aber wir brauchen noch das Sternfragment. Das Schiff, das ankam, hatte keine Besatzung, aber Lichter und Geräusche führten Velmo zu einer Stelle in der Wand, wo er automatisch festgeschnallt wurde. Das klingt ja verheißungsvoll. Das Gewölbe-Express, Gefangenentransport-Shuttle. Meine Damen und Herren, das ist der Hauptcomputer des Schiffs.
Im Namen der Lymianischen Justiz, willkommen an Bord der Expresslinie zur Strafvollzugsanstalt Das Gewölbe. Bei unserer derzeitigen Fluggeschwindigkeit beträgt unsere Ankunftszeit mehrere Tage. Vergewissere dich zu diesem Zeitpunkt, dass dein Sicherheitsgurt richtig angelegt ist und deine Arme in einer aufrechten und verriegelten Position sind. Außerdem sollten deine tragbaren elektronischen Geräte ausgeschaltet bleiben, bis bei deiner Ankunft eine Durchsage gemacht wird. Deine persönlichen Gegenstände wurden bis zum Tag deiner Freilassung beschlagnahmt. Bitte wende dich mit deinen Fragen während der Fragestunde an den Computer an Bord des Schiffes. Vielen Dank. Fragestunde begonnen. Muss ich hier für mehrere Tage stehen? Frage registriert. Deine aktuelle Position ist zu deinem eigenen Nutzen und deiner Sicherheit eingerichtet. Wir haben herausgefunden, dass dies der optimalste Weg ist, um biologische Lebensformen wie dich zu transportieren. Ja, ich kann die Optimierung wirklich spüren. Fragestunde vorbei. Bitte verbleibe für den Rest des Transports an deinem dir zugewiesenen Platz. Ich schätze, das wird ätzend. Einige Tage später. Das Gewölbe. Typ A, Justizvollzugsanstalt. Andocken abgeschlossen. Alle Gefangenen, bitte verlasst das Transitschiff. Kann ich hier noch was machen? Nee. Zelle 003. Insassen, willkommen im Gewölbe. Das Gewölbe ist eine vollständig automatisierte Strafvollzugseinrichtung. Es wird von Maschinen bewacht und von der KI der nächsten Generation gesteuert. Herzlich willkommen. Diese Einrichtung ist das Eigentum der Lymianischen Regierung und ihres Volkes. So, dein biologisches Gehirn hat dich hier reingebracht, aber mechanische Maschinen werden entscheiden, wann du wieder rauskommst. Wenn du dich zu irgendeinem Zeitpunkt daneben benimmst oder die Regeln zu deinen Gunsten änderst, wird deine Strafe um eine gewisse Zeit verlängert. Während deines Aufenthalts hier wirst du eine Veränderung durchmachen. Das sollte dir keine Angst machen und es sollte nicht sein, was du ablehnst. Nimm diese Veränderung als das Geschenk an, das sie ist. Wir werden dich zu einem angesehenen und ehrlichen Bürger der Sterne umbauen. Aber bis es soweit ist, bist du unser Eigentum. Du wirst nun vor der endgültigen Einlagerung bearbeitet. Bitte geh durch die offene Tür, ein Insasse nach dem anderen. Oh mein Gott. Hast du gesehen, wer das war? Ja, der große Kerl? Ja, der große Kerl. Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Das war einer der verdammten Ducke-Zwillinge. Wer sind die Ducke-Zwillinge? Was, soll das ein Witz sein? Die Ducke sind hier wie Könige. Was ist mit dir, grüner Freund? Du hast schon von den Ducke-Zwillingen gehört, oder? Ja, natürlich. Was ist mit ihnen? Das war einer von ihnen. Der gerade durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist. Bist du sicher, dass es einer von ihnen war? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade einen Artikel über sie gelesen und da waren Bilder und alles drin. Verdammt, ich mag diese Typen nicht. Es wäre schön gewesen, ihn zu töten. Warum hast du mir das vorher nicht vorher gesagt? Oh, tut mir leid. Ich denke, ich kann mich in der Freizeit um ihn kümmern oder so. Der nächste. Du kannst schon mal vor mir durch die Sicherheitskontrolle gehen. Ich kann noch irgendwas machen. Upo ist das. Kleiner Typ. Ey, halt dich zurück und sprich mich nicht an. Und wer bist du? Ich bin Brad. Ich bin Melmo. Was hat dich hierher gebracht? Heiße Ware mit meinem Namen drauf. Du? Ich wurde beim Betreten des Schrottplatzes erwischt. Autsch. Dafür habe ich mich vor einiger Zeit gestreckt. Diese verdammten Wachdruiden haben mein Schiff ausgeschaltet, bevor ich mich erklären konnte. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte keine Chance. Ich wette, eine EMP-Ladung von Typ 3 würde sie in den Schlaf versetzen. EMP? Daran habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Er ist da. Ich glaube, die Maschinen warten schon auf dich. Du gehst vor und machst das Scanner-Ding vor mir. Na dann.
12 Uhr. Jetzt geht's so weiter. Aber wahrscheinlich angekleidet. Abriegelung eingeleitet. Schädliche Interaktion mit Insassen im Eingangsbereich entdeckt. Insassen, entfernt euch voneinander. Wen nennst du hier fett? Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Deine Persönlichkeit ist fett. Insassen, ihr dürft euch nicht gegenseitig anfassen. Es tut mir leid. Komm schon, Mann, lass mich runter. Du bist so erfreulich. Aber weißt du was? Du siehst wirklich köstlich aus. Oh mein Gott, bitte friss mich nicht. Insassen, es ist strengst verboten, sich gegenseitig zu essen. Hey, gib den Maschinen ihren Futterplan die Schuld. Nicht mir, weil ich hungrig bin. Was ist hier los? Hast du Probleme mit dem neuen Insassen? Ich glaube nicht. Sie scheinen sich nicht mehr zu streiten. Super, gut gemacht. Du musst jetzt mit mir kommen. Sie brauchen etwas Hilfe im Mittelblock. Das ist eine Zelle. Ah, okay. Einen kurzen Moment später. So. Da bin ich. In meiner Zelle. Kann ich irgendwo mein Notizbuch, meine Notizen anschauen? Nee, ne? Ich würde dann sehen, wie viele Tage jetzt vergangen sind. Na gut. Ich werde an der Stelle erstmal eine Pause machen und die Aufnahme an späterer Stelle wieder fortsetzen. Nach dieser etwas eigenartigen Entwicklung hier im Gefängnis. Und bin gespannt, wo diese Story und die Mission hingeht. Wir haben zwei, drei Charaktere gesehen. Upo, der nicht ganz ungefährlich scheint. Und ein der Dukit-Zwillinge. Und wir wissen, dass wir mit einem EMP-Laser die Wachdrohne ausschalten können. Das wird, glaube ich, im weiteren Verlauf wichtig, weil wir eigentlich nur auf den Schrottplatz wollten und nicht ins Gefängnis. Aber das machen wir an anderer Stelle und in der nächsten Folge, nicht in der nächsten Folge, aber wenn ich dann mit der Aufnahme an der Stelle weitermache. So Leute, herzlich willkommen zurück zu The Captain. Das Licht ist furchtbar schlecht, weil ich hier im Spätdunklen jetzt die Aufnahme mache, aber ich konnte nicht anders. Ich musste einfach weitermachen und bin total gespannt darauf, was uns jetzt hier in den nächsten paar Minuten erwartet. Wir sind dem Gefängnis, dem Gewölbe angekommen, nachdem wir unrechtmäßig versucht haben, den großen Zentralschrottplatz zu betreten. Und ich habe eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Ich kann mich hier ein bisschen umschauen. Das sind die Regeln. Richte die Zelle nicht neu ein oder streiche sie noch. Nicht ohne Erlaubnis, keine Panik, ein übermäßiges Geräuschpegel oder seltsame Gerüche in dieser Einrichtung sind nicht lebensbedrohlich. Brauche nicht, eine verbrauchte Zelle ist eine unglückliche Zelle. Halte die Zelle bei Laune. Wirf nichts in die Toilette, wenn du es nicht vorher gegessen hast. So, die Regeln gut, okay. Was haben wir noch? Das Bett, die Toilette. Sieht kalt aus, das Bett. Nur eine dünne Matratze und keine Laken. Nun, es ist bis zum Gefängnis normal. Deckel. Eine kleine Rutsche verläuft in Form eines Rechtecks. Ich vermute, dass dies eine Art Deckel ist, der sich öffnen lässt. Was passiert mit der Lupe? Okay. Ach, Vorbereiten auf Ankunft neuer Gefangener. Ziel ist Zellens. Spot Nummer 3. Warnung. Überlastung erkannt. Subjekt überschreitet die Gewichtsgrenze des Standardzellentyps.
Antrage einen Wechsel zum verstärkten Zellentyp. Keine verstärkte Zelle verfügbar. Zelle in Warteschlange für einen Upgrade stellen. Aktivation ist 244. Aufhebung der Sicherheitsgrenzen für die Zelle. Fahre fort mit der Zelle auf Platz 3. Das sind Upo und Dukit. Marval. Das bin wahrscheinlich ich. Genau. Hallöchen. Was willst du? Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Thomas. Also man kann kommunizieren. Sei still. Ich versuche nur Smalltalk zu machen. Nicht. An einem Ort wie diesem können wir alle einen Freund gebrauchen. Ja klar werde ich dein Freund sein. Tu mir einen Gefallen und ich sorge dafür, dass dich hier niemand anfasst. Was brauchst du? Nun, wir haben die große Ehre, einen der Ducke-Zwillinge bei uns wohnen zu haben. Du meinst den großen Kerl von vorhin? Ja, der. Was ist mit ihm? Bring ihn in meine Zelle und du kannst deine Zeit hier als erholsamen Urlaub betrachten. Was wirst du mit ihm machen? Ich werde ihm wehtun. Hey, ich kann euch Arschlöcher hören. Ich bin genau hier. Ich weiß. Ich habe dir einen Scheißdreck angetan. Ich habe deinen fetten Arsch noch nie gesehen. Ich bin vielleicht kein Heiliger, aber du und dein Bruder seid Monster. Hey, wir sind professionelle Killer. Es ist ein Job wie jeder andere. Hast du eine Idee, wie ich dir helfen kann? Bring uns einfach in denselben Raum und ich erledige den Rest. Und du isst ihn auf. Was haben die Duke-Zwillinge genau getan? Sie töten und verstümmeln. Hast du nicht einen Kerl gegessen, als wir hier ankamen? Wir hatten einen ehrlichen Kampf und er hat verloren. Die Zwillinge töten zum Vergnügen. Es spielt keine Rolle, wie alt die Opfer sind oder in welchem Zustand sie sich befinden. Oh. Die Zeit, darf ich einen Rotwein trinken. Sie haben zum Spaß kleinere Städte ausgelöscht. Außerdem, ich mag es nicht, mit jemandem zusammen zu sein, der einen schlechteren Ruf hat als ich. Hast du eine Idee, wie ich helfen kann? Okay, wir reden später. Na dann, hallo. Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Bitte nicht, du Idiot. Was hast du getan, um hier zu landen? Eine Menge Leute getötet. Warum? Sie haben zu viele Fragen gestellt. Warum haben sie... Oh. Hallo. Sei still. Hallo. Sei still. Gut, das bringt nicht viel. Hey, irgendjemand in Zelle 5? Ja, ich... Mein Name ist Marval, aber du kannst mich Mev oder Mav nennen. Willkommen in Block 23. Danke. Wer bist du? Mein Name ist Thomas Velmo. Schön, dich kennenzulernen. Was hast du getan, um eine Reservierung im alten Casa de Gewölbe zu ergattern? Ich bin auf dem großen Zentralschrottplatz eingedrungen. Oh, ich verstehe. Ich schätze, die Drohnen haben dich erwischt, oder? Ja, ich hatte keine Chance. Sie haben uns mit irgendetwas beschossen, bevor wir die Chance hatten, uns zu wehren. Wenn wir hier jemals rauskommen, könnte ich dir bei diesem Problem helfen. Wie? Ich habe einen normalen Blaster so modifiziert, dass er einen starken elektromagnetischen Impuls aussendet. EMP. Er schaltet die Droiden sofort aus. Für was sitzt du? Hexerei. Bist du schon lange hier drin? Ja, ziemlich lang. Und ich weiß nicht einmal, wie viel Zeit ich noch habe. Du weißt nicht, wann du entlassen wirst? Nein. Wenn du etwas wirklich Schlimmes tust, gibt es das normalerweise als zusätzliche Strafe. Das ist echt ätzend. Wow. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Also, du wurdest in einer vollautomatischen Gefängnisstation untergebracht, die um nichts kreist.
alles von der Fütterung bis zur Wartung wird von KI-gesteuerten Droiden oder Schiebepuppen. Wie wir sie nennen, erledigt. Schiebepuppen? Ja, schau noch um. Siehst du die Blechdosen, die über deinen Kopf gleiten? Ja, das sind deine Kerkermeister. Erwarte nur nicht zu viel von ihnen. Du kannst sie über die Knöpfe in deiner Zelle erreichen. Ich habe keine Knöpfe. Nun, dann bist du deiner Gastgeberin wohl noch nicht vorgestellt worden. Wir reden später. Ah, okay. Na hallo, Schönheit. Ich habe dein süßes Gesicht hier noch nicht gesehen. Also es lohnt sich schon, das zu spielen, diesen Exkurs. Nein, ich schätze, das hast du nicht. Wer bist du? Ich bin der Medizindroide, aber alle nennen mich Mutter. Ich bin hier, um mich um all deine Bedürfnisse zu kümmern. Egal, ob es sich um ein körperliches Bedürfnis oder eine Herzensangelegenheit handelt, Mutter ist für dich da. Ich bezweifle, dass ich deine Dienste in Anspruch nehmen werde, solange ich hier bin. Du hast den Essensdroid noch nicht kennengelernt. Nein. Braucht deine Art regelmäßig Nahrung, um zu überleben? Ja, warum? Mach dir keine Gedanken darüber. Mutter ist hier, um sich zu kümmern. Du hast jetzt 3 Knöpfe zu deiner Verfügung. Der rote ist für mich. Okay. Der gelbe ist für den abscheulichen Essensdroiden. Und der blaue ist, um zum Erholungsgebiet zu gehen. Denke daran, dass du den Essensdroiden nur einmal pro Tag rufen kannst. Und das gleiche gilt für das Erholungsgebiet. Der einzige, den du so oft anrufen kannst, wie du willst, bin ich. Leider ist es heute zu spät, den Essensdroiden zu rufen, aber du kannst es morgen versuchen, wenn du wirklich Nährstoffe zum Überleben brauchst. Ich fürchte ja. Dann würde ich es mir zweimal überlegen. Zu überleben meine ich. Ich mach nur Spaß mit dir, Süßer. Kannst du dir das alles merken? Natürlich. Das ist mein Junge. Brauchst du in diesem Moment noch etwas von Mutter? Mir geht es nicht so gut. Oh, mein armes Baby, Mutter ist hier. Mach dir keine Sorgen. Wir werden deinen süßen kleinen Körper einfach scannen müssen. In einer Sekunde ist es vorbei. Du wirst nichts spüren. Mach einfach deine hübschen kleinen Augen zu, wenn das Licht zu hell ist. Das ist so, wie man sich's vorstellt. Die schlimmste Dystopie, die durch KI gesteuert wird. Ich wusste es, du bist so gesund wie ein Ochse. Mein Baby ist zu stark, um krank zu werden. Stimmt's? Ja, das bist du. Jetzt ist sie weg. Die Mutter. So, Freizeitbereich, medizinischer Droide, Essensdroide. Der ist schon durch für heute, deswegen ist wahrscheinlich auch die Lampe rot. Wir gehen mal zu dem Freizeitbereich. Okay, wir werden gescannt. Und jetzt werden wir verlegt. Aha, aha, aha. Ach so, kann ich wahrscheinlich die... die Zellen... Übungsrad, was mache ich hier? Das ist ein Hamsterrad für... in Hymenoidengröße für das Training. Ich glaube, man sollte daran laufen. Ja, dann machen wir das doch mal. Das kann doch nicht schaden. Wer weiß, wofür es gut ist. Hm. Die Mission ist cool. Etwa 30 Minuten später. Okay. Das war echt gutes Training. Ich werde auf jeden Fall in 1 oder 2 Tagen davon profitieren. Das sagt er doch nicht umsonst. Insasse. Ach ja, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Thomas. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber halt bitte die Klappe. Ist neben dir frei? Nach meiner Einschätzung würde ich sagen, dass dein dünner Hintern so ziemlich überall hineinpasst. Also ja, für dich ist das wohl... So, Gewichte. Ist das dasselbe? Ah ja, okay. Etwa 10 Minuten später.
Ja, das nehmen wir mal alles mit. Das war gut für mich. Ich werde auf jeden Fall in ein oder zwei Tagen davon profitieren. Türschild. Die Tür scheint verschlossen zu sein. So. Das haben wir alles. Halt. Nochmal. Ne, falsch. Falscher Knopf. Ah, das kann ich mal noch lesen hier. Wenn du sie anheben kannst, leg sie zurück. Oh, ist alles angeschraubt hier. Man es mutmaßlich nicht mitnimmt. Ballspieler. Hey, willst du Schwebeball spielen? Was ist Schwebeball? Es geht darum, sich in diesem Feld mit hoher Dichte und ohne Schwerkraft zu bewegen, Bälle zu fangen und zu werfen und vielleicht kann ich es dir stattdessen einfach zeigen. Wir können einfach ein bisschen zusammen üben. Sicher. Super. Folge mir einfach. Okay, hier geht's im Spielfeld. Schwebeball. Also, du kennst die Regeln. Nein, kannst du mir das erstmal erklären? Klar. So kompliziert ist das nicht. Du musst nur mit dem Ball in den Torraum deines Gegners gelangen. Und du darfst keine weiteren Bewegungen machen, während du den Ball hältst. Du kannst natürlich mit dem Schwung, den du hattest, bevor du den Ball gegriffen hast, so viel gleiten, wie du willst. Das ist normalerweise ein guter Weg, um zu punkten. Kapiert? Super. Lass uns einfach ein paar Würfe zueinander üben, okay? Du kannst den Ball zuerst nehmen. Hier. Lege dieses Gravitationsarmband an, neues Gadget, und aktiviere es mit dem Knopf, wenn du bereit bist. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ah gut, aber dann ist natürlich... Wenn ich Kondition übe, oh, das war auch ein starker Schlag. Da hat kaum was dagegen. Mehr kann man was dagegen machen. So, irgendwie abbrechen. Ben. Ich denke, das ist im Moment genug Training für mich. Ich verstehe. Gut, dann lass uns auf den Boden gehen. Ich kann ein Gravitationsarmband nehmen und es wieder einschalten. Ruf einfach, wenn du noch etwas üben willst. Okay, okay. Ich würde es einfach mal richtig spielen wollen. Klar, lass uns spielen. Super, was möchtest du wetten? Ich will nichts wetten. Was? Wenn du spielen willst, musst du etwas setzen. Ich habe eine Idee. Du bist ziemlich neu hier, oder? Ja. Wenn du mir ein paar Zigaretten besorgst, kannst du das wetten. Was bekomme ich, wenn ich gewinne? Was hättest du denn gern? Vielleicht etwas, um die Zeit zu vertreiben.
dann habe ich vielleicht etwas für dich. Als ich das erste Mal hierher kam, war ich die ganze Zeit so gelangweilt. Damals gab es noch nicht einmal Schwebeball. Wie auch immer, ich habe einen Weg gefunden, die Hauptsteuerung der Zelle zu hacken. Du würdest nicht glauben, was ich alles machen kann. Es hat so viel Spaß gemacht. Du kannst das Werkzeug haben, das ich gemacht habe, um auf das Bedienfeld zuzugreifen. Das war die Platte. Klar, das ging gut. Super. Besorgen wir ein paar Zigaretten und wir wetten. Da muss ich doch gewinnen. Kann ich das nochmal machen? Pro Insass am Tag ist nur ein Training fassen. So, jetzt bringt es mich zurück an meine Position. So, was kann ich jetzt hier machen? Eigentlich nichts. Ich kann nur schlafen. Na dann schlafen wir. Wähle, ob du dich nur bis zum nächsten Tag. Das ist volle Strafe, was 25 Tage? Nee, nächster Tag. Das mache ich. So. Guten Morgen. Wow. Ich glaube, das Training gestern hat sich wirklich gelohnt. Ich fühle mich heute sowohl stärker als auch schneller. Dann rufen wir nochmal die Essensdrohne. Da kommt die Essensdrohne. Willkommen Nummer 11. Nenne dein Anliegen. Wer bist du? Ich bin der Proviantroide, der im Block AA23 des Gefängnisses des Gewölbe die Linie 2 bedient. Ich werde dich während deines Aufenthalts bei uns mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Ich habe Angst zu fragen, aber was steht auf der Speisekarte? Ich bin so programmiert, dass ich Erfrischungen liefere, die auf die Art der Spezies abgestimmt sind, die die aktuelle Zelle bewohnt. Für eine kohlenstoffbasierte Lebensform, wie du es bist, servieren wir heute ein fleischähnliches Steak. Kannst du mir vielleicht ein paar Zigaretten besorgen? Das klingt ein bisschen nach Sonderbehandlung. Warum sollst du eine Sonderbehandlung bekommen? Ich bin etwas Besonderes. Okay, lass uns das so machen. Du bekommst sie, wenn du mich beeindruckst. Gib mir eine Primzahl mit über 20 Millionen Ziffern. Wow, das ist tatsächlich eine Primzahl. Aber sie hat nur etwa 17,5 Millionen Stellen. Ruf es noch einmal. Ich muss noch ein bisschen darüber nachdenken. Okay. Denk darüber nach und melde dich bei mir, wenn du sie hast. Wie sieht es mit dem Essen von heute aus? Okay, kann ich jetzt das... Okay, kann ich jetzt das Essen haben, bitte? Natürlich. Bitteschön. So, welche Option habe ich jetzt? Essenstablett. Ein fein säuberlich verpacktes Tablett mit erstklassigem Gefängnisessen. So, wo bekomme ich jetzt diese komische Digitär? Denn ich brauche Zigaretten, um zu spielen und viel Handlungsoptionen habe ich nicht. Ich werde gleich nochmal mit den Insassen reden. Hallo, mein Schatz. Und womit kann ich dir helfen? Ich wette, du kannst mir keine Primzahl mit über 20 Millionen Ziffern nennen. Warum sollte ich das tun? Nun, der Essensdroide sagt etwas darüber, dass du für eine solche große Anzahl zu langsam bist. Oh nein, hatte er nicht zu langsam? Ich könnte Kreise um diese verrostete alte Blechdose berechnen. Ja, ich glaube dir. Ich weiß, dass du das tust, Schätzchen. Und was ist sie, die Primzahl?
Es tut mir so leid, du weißt, dass ich alles für dich tun würde, aber meine Programmierung verbietet es mir, solches Wissen ohne einen gültigen medizinischen Grund weiterzugeben. Und das weiß dieser Klapperdroide. Wenn du krank wärst, könnte ich mich in diesem blöden Protokoll vorbeischleichen und dir helfen. So, da müssen wir also krank werden. Aber mein letzter Scan zeigt, dass mit dir alles in Ordnung ist. Gott sei Dank. Ich glaube, ich brauche nichts. In Ordnung. Düdelü. Na, schön, Dank. Dann schauen wir doch mal in die anderen Zellen. Marwal, sag Marwal. Hey, Marwal. Ach ja. Und hast du Lust auf eine Runde Schwebeball? Schwebeball? Ich glaube nicht. Diese Schwerkraftarmbänder, die du während der Spiele trägst, werden deine Eingeweide braten. Wirklich? Inwiefern? Sie sind alle mit Träumen gefüllt. Das will ich nicht an meinem Körper haben. Ich könnte definitiv etwas mehr Tromium auf meinem Schiff gebrauchen. Viel Glück, etwas in die Finger zu bekommen. Vor einiger Zeit gab es einen Vorfall, bei dem ein paar dieser Bänder verschwunden sind. Heutzutage wird jedes Band einzeln überwacht und du darfst nur ein Band auf dem Schwebeballfeld haben. Wir reden später. Nee. Wir reden später. Da kommt nichts Neues. Hallo. Sei still. Da kommt auch nichts Neues. Gut, okay. Dann gehen wir mal in die Zelle wieder rein. Freizeitbereich. Und trainieren wir wenigstens. Denn die einzige Möglichkeit, um krank zu werden, wäre ja, eine Schlägerei anzufangen oder irgendwie verletzt zu werden. Oder... das Essen verderben zu lassen. Das ist so ein typisches Monkey Island-Ding, ne? Also lass es einfach 2 Tage in deinem Inventar oder 3. Und dann wird es schlecht und dann... oder verändert sich irgendwie. Etwa 30 Minuten später. Das war echt gutes Training. Ich werde auf jeden Fall in 1 oder 2 Tagen davon profitieren. Dann machen wir das doch auch nochmal hier. So. Das war gut für mich. Okay. Das können wir uns sparen. Genau, die Zigaretten würde ja nichts anbieten im Moment. Dann fahren wir mal zurück. Okay. Hier kann ich nichts mehr machen. Und lege mich mal schlafen. 2 Tage sind da jetzt schon drauf gegangen. Und wir sind mehrere Tage hingereist. Das ist irgendwie schon... ich hoffe, dass sich das alles gut ausgeht mit dem Sonnenblaster. Okay, wow. Ich glaube, das Training hat gestern hat sich wirklich gelohnt. Same procedure as every day. Und jetzt schauen wir mal nach dem Essen. Essenstablett von gestern. Das sieht nicht ganz so gut aus, aber wir holen mal das neue Essen. Okay. Mal sehen, was das ist. Hallo nochmal, Nummer 11. Das heutige Essen ist Pasta mit gemischten Beeren. Okay, kann ich jetzt das Essen haben, bitte? Ich sehe, dass du dein Essen von gestern noch hast. Ist das zuerst? Das ist ja knallhart. Ist bitte erst das alte Essen. Vorher kriegst du nichts Neues. Marwal, hey Marwal. Ach ja, wir reden später. Okay. Okay, das ist jetzt eine Schleife. Das hat also gar nichts gebracht. Wir probieren jetzt mal das Essen zu essen. Ein feines, aber langsam wird es alt, aber noch ist es genießbar. Na, wenn das mal kein Hinweis ist. Also, noch ist das Essen genießbar. Dann warte mal noch einen Tag. Vielleicht
wirst du ja dann richtig krank. Wir schauen mal. Dann gehen wir diesen Tag nochmal trainieren. Das ist schön gemacht. Das gefällt mir gut. Also wieder was komplett anderes, ne? Also was dem Spiel wieder eine komplett andere Dimension noch gibt. Dass man hier in einem KI-gesteuerten Gefängnis rumsitzt. Also ehrlich. Wir haben ja schon manche Situationen jetzt hier erlebt, die etwas spezieller war. Obwohl mich wirklich noch interessiert, ob Samoa eine Maschine ist oder nicht. Aber wo ganze Kulturen ausgelöscht worden sind, wo eine KI versucht hat, die Kultur von Menschen nachzuahmen. Und jetzt sind wir hier faktisch in einem KI-gesteuerten Gefängnis. Das ist der Albtraum in dem KI-Diskurs im öffentlichen Raum, dass genau so etwas passiert. Autsch, das hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Ich glaube, dieses Training ist nicht mehr gut für mich. Okay, dann gucken wir mal hier. Und das Ganze in diesem Setting, was ein bisschen nach Ariel klingt und... Autsch. Das hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Okay, gut. Dann haben wir das, glaube ich... Das, glaube ich, jetzt schon überspannt. Oder besser den Hinweis darauf bekommen, dass wir am nächsten Tag nicht nochmal trainieren müssen. Man wird schon auch sehr gut gelenkt. Und jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr machen, außer schlafen. Das machen wir mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Zum nächsten Tag springen wir jetzt. Ja, wow. Guten Morgen. So. Dann. Altes, verschimmeltes Essen. Das schlecht geworden ist. Den Schimmel wächst oben auf der Verpackung. Dann essen wir das erstmal. Das will ich nicht essen. Ich könnte etwas essen und mir ein... Und es wird mir ein bisschen schlecht. Ja, das können wir doch probieren. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Na dann, guten Appetit. Na dann, isst mal nicht so viel. Thomas Velmo. Okay. Bauch macht Sorgen. Dann holen wir doch den medizinischen Droiden und lassen uns mal die Primzahl verraten. Hallo mein Schatz, womit kann ich helfen? Mir geht es nicht so gut. Schon wieder, oh je, ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Mutter versteht, das ist die Schuld dieses schrecklichen Essensdroiden. Moment. Oh nein, du scheinst tatsächlich krank zu sein. Wie geht es dir? Ich wette, du wurdest gezwungen, das zu essen, was dieser inkompetente Essensdroide dir serviert hat. Ich will ja nicht lästig sein. Aber besteht die Möglichkeit, dass du mir jetzt mit der Primzahl helfen kannst? Jetzt? Bist du sicher, dass du das in deinem Zustand schaffst? Ich denke schon. Okay. Du wolltest eine große Primzahl, um sie dem dummen Essensdroiden zu sagen, richtig? Du kannst ihm die Antwort geben, 2 hoch, na, ist egal, geben. Das wird ihn zum Schweigen bringen. Vielen Dank. Alles für dich. Lass uns meinen orangenen Löwen jetzt auskurieren. Mutter wird dich in einer reinigen Flüssigkeit baden und alles im Bauch wieder gut machen, okay? Es ist ein bisschen wie bei Portal. Okay, dann bin ich mal gespannt. Die reinigen Flüssigkeit. Oh Gott, das will ne. Automatisierte Anweisungen während der Reinigung. Alle Insassen sollten stehen, während die Flüssigkeit in deiner Zelle bleibt. Wenn du nicht in der Lage bist zu stehen, atme während dieser Zeit bitte nicht. Danke. Reinigung abgeschlossen. Okay, dann rufen wir doch mal den Essensdroiden. 3 Tage haben wir jetzt plus Reise. Okay. Nochmal, hallo nochmal, Nummer 11. Heute gibt es ein halbes Huhn, das neben etwas Cheddar gebraten wird. Ich glaube, ich kenne jetzt die Primzahl. Klar, zeig mir, was du kannst. Da ist sie. Was? Oh mein Gott. Das ist in der Tat richtig. Gut gemacht.
Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffen würdest. Ich muss sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich von den Leuten hier beeindruckt bin. Hier, nimm deine Zigaretten, die du wolltest. Check. Und speichert. Gut, gut, gut. Denn ich muss jetzt die Zigaretten nehmen. In den Fitnessbereich gehen. Im Fitnessbereich. In diesem komischen Spiel, das ich nicht verstanden habe. Gewinnen. Um ein Tool zu bekommen, mit dem man die Bedienungen der Zelle aktiviert. Okay, soweit so gut. Das klingt ja erstmal nach Progress. So, jetzt reden wir hier mit dem Kollegen. Hey, willst du Schwebeball spielen? Klar, lass uns spielen. Ach super, gib mir ein paar Zigaretten. Bitteschön. Vielen Dank. Das wird ein Spaß. Komm schon. Na, ich bin mal gespannt auf den Spaß. Ich denke, beim ersten Mal werde ich hier wirklich total verlieren. Okay, lass uns das Spiel beginnen. Ich schließe den Spielstart aus, wenn du an deiner Anstoßposition bist. Sagen wir 3 Tore. Viel Glück. Hier. Lege dieses Gravitationsarmband an und aktiviere es mit dem Knopf, wenn du bereit bist. Ich habe es noch nicht verstanden. Ach du große Güte. Und wie schießt er jetzt das Tor? Wie schießt es? Wo schieße ich denn? Wo ist das Tor? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, wohin ich schießen soll. Aber auch nicht so, als ob mein Mitspieler irgendwie groß die Ahnung hätte. Ich muss mit dem Ding da drüber kommen. Das ist absurd. Ich bin schon schön schnell. Jetzt muss ich da hin. Nein. Super. Okay. 3 Tore, 2 haben wir. Das hatte ich jetzt nicht, dass man dann durch die Schwerkraft noch... Schwebeball, okay. Na gut. Oh. Halt. Das ist echt so ein Quatsch.
Ist jetzt nicht leichter dadurch, dass man weiß, was man machen muss. Also überhaupt nicht. Das sieht gut aus. Komm. Nein! Später Stunde. Nein! Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich das richtig überhaupt richtig mache. Ich muss ja mit dem Ball in der Hand. Dahin fliegen. Und? Ach so, ich muss das immer nur so kurze Distanzen. Ey, ihr seht mich hier deletieren. In einer mir unbekannten Sportart. Ich muss jetzt vorbei. Ja! Das war wow. Ich bin wirklich beeindruckt. Gut, dann lass uns auf den Boden gehen. Ich kann dein Gravitationsband nehmen und es wieder um einsammeln. Gut, okay, Gravitationsband kriege ich gleich später. Okay, cool. Gespielt da drin. Hier, du verdienst dieses Werkzeug. Vielen Dank. Bis dann. Gut. Ich nehme mal an, das war es hier. Wir haben im Schwebeball gewonnen. Wir haben das Werkzeug. Das ist super. Großartig. Genau das, was wir wollten. Denn jetzt kann ich... Guten Morgen, mein blauer, kleiner, magischer Freund. Deine Zeit ist endlich gekommen. Ich komme hier raus. Nein, ich dachte, du wurdest benachrichtigt. Benachrichtigt? Ich werde doch entlassen, oder? Nein. Es gab einen fatalen Fehler im Hauptrechner der Strafdatenbank und es ist zu erwarten, dass bei der Korrektur einige Daten beschädigt werden. Deine Strafe kann sehr wohl geändert worden sein. Hm. Was genau wurde geändert? Du sollst heute hingerichtet werden. Was? Oh mein Gott, warum? Ich verlange, mit jemandem zu sprechen. Erwischt, haha. Nur ein bisschen Humor zur Entlassung, Schatz. Deine Entlassung ist für das nächste verfügbare Zeitfenster geplant. Was? Was wäre das Leben ohne ab und an, ohne ab und zu ein bisschen Humor, was? Es gibt also keine Hinrichtung. Haha, nein, du wirst für eine Weile in unsere Vorentlassungszelle verlegt. Okay. Danke. Okay, okay. Pass auf dich auf, Mara. Und weh, du fliegst auf einem nicht lizenzierten Besenschild draußen herum. Entlassungszelle wird vorbereitet. Ja. Es ist endlich soweit. Bald bin ich weg von hier. Selig, ich komme. Ach, große Güte, das ist ein Greenfinger. Du musst herkommen. Das scheint das Problem zu sein. Warum fütterst du mich nicht mehr? Ich habe Hunger. Oh, es tut mir leid, wir hätten dich wirklich informieren müssen. Aufgrund der Einschränkungen deiner aktuellen Zelle können wir nicht riskieren, sie noch mehr zu beschweren. Der hängt schon tiefer. Es könnte kaputt gehen. Ist mir egal, gib mir was zu essen. Nochmal, es tut mir leid, aber du musst zuerst etwas Gewicht von deinem Körper abnehmen. Ihr blöden Roboter, das ist Folter. Es tut mir leid, dass du das so siehst. Ja, okay. Oh, ich hätte es sehr bereut, wenn ich die Episode nicht gespielt hätte. Okay, wir haben jetzt das Zugangspanel und wir haben das... Wir haben die Kippen. Gut, selbstgemachtes Werkzeug und die benutzen wir jetzt mit... Ich habe gedacht, hier wäre irgendwas drin gewesen. Damit. Versiegelt. Ach. Ja, super. Jetzt muss ich erst das an der Schraube ran. Ach nee, kommt Leute. Das ist doch jetzt wirklich Gründenkackerei. Mach die Schraube auf. Okay.
Chip ist in den... Ach so, okay. Okay, da kann ich die Ventilation einmachen. Aber warum? Weiß keiner. Okay, dann mache ich die Zellen ein. Verlagern zu leer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Öffnen, öffnen, öffnen. Ach, das muss ich mir nochmal angucken. Das bringt nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Die hängen ja alle tiefer. Okay, und jetzt muss ich den... Okay, ich kann jetzt... Ich werde also wahrscheinlich nicht Dookit nach 3 verlagern können, aber ich kann... Ich werde nicht Dookit nach 3 verlagern können. Aber ich kann Upo nach 1 verlagern. Das ist vielleicht nur das Problem dieser Zelle. Gucken wir uns mal an. Also. Was passiert jetzt? Jetzt kommt schon. Das war eine gute, so gute Stelle. Ah, okay. Ich verlagere damit die Zellen. Aber... Hey! Warum bewegt er mich? Dann wird er zu 4 sortiert. Aber warum? Das, was hat das für einen Zweck? Was hat das für einen Zweck? Was hat das für einen Zweck? Dass ich die verschiebe. Ah! Ah, hier unten, das habe ich noch gar nicht gesehen. Übertrag das dann... Wartet mal, ganz kurz. Wartet ganz kurz. Ach, da überträgt dann die 5. Wenn ich die 5 jetzt auf die 2 schiebe, dann schiebt er die 2 zur 4. Und dann habe ich die zusammengebracht. Warte, warte, warte. Die 5 zur 2 und die 2 zur 4. Genau das ist es. Da habe ich sie zusammen. Okay, probieren wir das mal aus. Also die 5 soll er neu sortieren. Dann schiebt er die zur 2. Warum lässt es mich ständig? Zur 2. Okay. Und jetzt transferieren wir die zur 4. Gefangener in Zelle. Vorbereiten für Transport. Schon wieder. Okay. Wurde angepackt. Rausgeholt. Und da.
Was zum Teufel machst du da? Das kannst du nicht reinwerfen. Oh doch, doch, das kannst du. Ich werde es ihm hier unten bei mir sehr bequem machen. Lass ihn einfach in meinen Mund fallen. Da kommt der Diät ein ganzes Stück näher. Danke dafür, Captain. Das war sehr zufriedenstellend. Okay, dann bin ich den aber auch los. Hey, was macht ihr da? Warum bewegst du mich? Was zum... Hör auf, bitte hör auf, nicht aus der Zelle zu fallen. Ihr bringt mich da rum. Du hast diese Zelle verletzt. Jetzt muss sie repariert werden. Initiere Schüttelvorgang. Das ist eine sehr spezielle Mission. Okay. Wie kriege ich jetzt den... Wie kriege ich jetzt Marwal zurück? Und zwar dahin. AA23. Wie bekomme ich ihn dahin? So, ich muss mal schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Ich denke aber schon. So. Hey Merle. Ach ja. Hey, da du bald entlassen wirst, vielleicht kannst du mir das von deinem Zeug zuwerfen. Natürlich, mein Freund. Ich habe vor einer Weile ein kleines Spielgerät vom Sanitätsdruiden bekommen. Du weißt schon, nachdem ich angefangen habe, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, es ist leicht, hier ein bisschen durchzudrehen. Wie auch immer, das Spielgerät ist kaputt, aber ich habe noch eine große Kiste mit Batterien herumliegen. Willst du eins? Ja, wirf ihm eins zu. Fang! Dafür ist der Ventilator da. Das ist immer noch zu kurz. Ich frage mich, ob es etwas gibt, was ich tun kann, damit es noch ein bisschen weiterfliegt, ja? Das kann ich machen. Okay. Wir nehmen den Chip und setzen den in der Ventilation ein. So. Und schauen dann nochmal in Richtung Kollege. Hey, Marwal. Ach ja? Hey, da du bald entlassen wirst, vielleicht kannst du mir eine weitere Batterie zuwerfen. Klar, warte mal. Fergen. Ist das Ding hin? In der 4. In der 4. Halt, dann brauche ich erstmal den Chip. Ventilationschip. Dahin. So, dann relokalisieren wir und verlagern wir die Zelle 4 zur 5. So, dann müssen wir die Zelle 1 verlagern und dann können wir die Zelle öffnen. Dann die 1 zur 4, die 5 zur 1 und dann machen wir sie auf und dann dürfte sie eigentlich ja durchfallen. Genau wie wir das gerade gesehen haben. Jetzt verlagern wir die 5. Super. Das ist schön, das ist nicht zu komplex. Und so, und jetzt öffnen wir die Zelle 1. Super. Die Batterie ist in meiner Zelle gelandet. Ich nehme sie einfach mit. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit der Batterie was machen können. H.
Hallo nochmal, Liebes. Ist jetzt alles bereit für meine Freilassung? Tut mir leid, Babe, aber ich habe schlechte Nachrichten. Wir werden deine Entlassung verschieben müssen. Wir haben gerade eine unerwartete VIP-Freilassung erhalten. Was? Nun, für deine Strafe gab es kein vorher festgelegtes Entlassungsdatum, also... du machst wohl Witze. Über so etwas Ernstes würde ich niemals Witze machen. Nun hast du diesen lustigen Hinrichtungswitz schon mal gemacht. Ich korrigiere mich, ich mache manchmal Witze über diese Dinge. Du wirst jetzt jedoch auf unbestimmte Zeit zurück in den Arrest gebracht. Du verdammter Schieberecht. Mann ey, soll er zurückgebracht? Ist auch nicht schlecht. Ach, du große Güte, was war das? Willkommen zu deiner Freilassung, mein Schatz. Ich hoffe, ich habe dir jetzt eine gute Lektion erteilt. Du wirst dich nicht mehr verbunden zu nähern. Werde ich nicht. Ich denke, das ist es. Lass einfach alle deine Sachen auf deinem Bett liegen und ich lasse dich runter in deinen Freigangbereich. Ja, wir haben ein paar Tage Zeit verloren. Jetzt schauen wir mal kurz, wo wir stehen. Und vor allen Dingen der Sonnenblaster steht. Vielen Dank nochmal. Nochmals vielen Dank, dass du mir geholfen hast, Captain. Klar doch mal. Da wäre nur eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt tun soll. Wie meinst du das? Ich werde in der ganzen Region gesucht, also kann ich nirgendwo hingehen. Nun, wenn du Lust hast, kannst du mit mir zur Erde zurückkehren. Erde, das ist die Spacefleet, richtig? Ja, es ist der Hauptstadtplanet der Spacefleet. Ja, das könnte für mich funktionieren. Das klingt nach einem guten Plan. Ich könnte mein Leben ganz neu beginnen. Ich schätze, das stimmt. Ich bringe dich in der Zwischenzeit zu deinem Quartier. Bitteschön. Du kannst das untere Tauschbett nehmen. Oh Mann, diese Betten sehen aus wie etwas, in dem ein König schlafen würde. Such nicht zu weit, wenn du mich morgen nicht finden kannst. Ich werde heute Nacht wie ein Baby schlafen. Was wird unser erstes Abenteuer sein, Captain? Gehen wir zurück in die Höhle des Drachen? Was meinst du? Der verdammte große Zentralschrottplatz. Oh, die Drachenhöhle. Ich habe mich noch nicht entschieden. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht dieses Bedürfnis, noch mehr Tage in diesem Gewölbe zu verbringen. Das wirst du nicht. Nicht mit dem EMP, das ich dir versprochen habe. Übrigens, vielleicht sollte ich das jetzt für dich vorbereiten, Captain. Ja, warum nicht? Ich kann dir einen unserer Arbeitsplätze zeigen, auf denen du zugreifen kannst. So. Das EMP sollte jetzt installiert sein und funktionieren. Toll, danke, kein Problem. Bedenke nur, dass es im Moment nur eine Ladung hat. Also nutze sie weise. Okay, wird gemacht. Kann ich diesen Arbeitsplatz noch eine Weile benutzen, Captain? Natürlich. Er steht dir frei, zu benutzen, wann immer du willst. Scanne einfach deine Hand, wie du es gerade getan hast, und es wird für dich eingerichtet. Danke. So. Das verändert doch ein wenig die Lage. 221 Tage, das heißt, wir haben 9 Tage verloren. Wir schauen jetzt mal, wo der Sonnenplaster ist. Das, glaube ich, ist nicht so ganz unwichtig. Ah, der ist noch weit weg. Also, der darf nicht zum Space Gate kommen. Das ist das Entscheidende. Aber wir werden, glaube ich, jetzt vom... Ach, das... Ah, guck an. Ein neuer Eintrag. Na komm, wir probieren das doch mal aus. 6 Tage, die können wir uns gönnen. Wir fliegen hin und zeigen dem Wachdruiden einmal, was wir mit unserem EMP-Plaster anstellen können. Du hast einen gesperrten Bereich betreten. Ja, Sicherheitszone. Denied. So, Beschlagnahmen. Hey, komm mal. Können wir betreten? Und kann ich mich verteidigen? Das ist der Witz. Dann bereite mal vor. Und wir sind hier fertig. Check. So. Fortsetzen.
scannen. Nee. 30 Edelmetalle brauche ich nicht. 15 Tage für das Upgrade. Das Bergwerk. So, jetzt muss ich schnell schauen, wo der Sandblaster ist. Das geht immer noch. Ich könnte jetzt noch. Die Maschine scannen, verkaufen. Wir haben jetzt alle Sternenfragmente, die wir brauchen. Wir bergen das mal und versuchen es zu verkaufen. Ah, das ist jetzt ein bisschen... Möglicherweise muss ich das wiederholen. Weil 15.000 ist echt viel. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Kann ich mir... Das wird schon alles sehr eng hinten raus. Wir schauen uns mal schnell bei dem Trade MP, was wir dafür bekommen würden. Ich kann es nicht mal verkaufen. Ich kann es nicht verkaufen. Gut, dann lade ich nochmal neu. Weil das sind 15 Tage, die... Die schmeiße ich nicht weg. Das ist mir zu viel. Das Sternfragment, die 10 Tage, gut geschenkt, aber 15 Tage für das Maschinen-Upgrade, das ich nicht benutzen kann. Nein. Will ich nicht. Das Sternfragment will ich mehr. Gut. Das lohnt sich. Gut. Damit kann ich leben. Und wir haben die 8 Sternfragmente. Das ist unglaublich. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch 300 für ein Dromium. 300 und dann haben wir es. Und dann haben wir das Ding. Dann haben wir die 5 gerettet. Und Oedipus. Okay. Das heißt, ich fliege jetzt erstmal zu Pi und von Pi aus weiter nach Leim. In Leim geht es weiter. Möglicherweise kann ich auf Leim so viel Geld machen, dass ich noch ein Dromium kaufe. Aber das werden wir nicht mehr heute sehen. Dafür muss ich wirklich erst in die nächste Folge gehen und dann vor allem die Story um die Kinder von Pi spielen. Also es war eine tolle Folge, das Gefängnis, das Gewölbe, das uns ein Sternfragment eingebracht hat. Und also mit hohem Zeitverlust. Also insgesamt sind da, glaube ich, jetzt 19 Tage drauf gegangen. Aber wir haben 8 Sternfragmente. Das heißt, das erste Mal die Möglichkeit, es in greifbarer Nähe alle Außenstationen der Erde zu retten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Dromium. Davon hängt es ein bisschen ab. Also Daumen halten, das wird dann eine spannende Nummer. Bis dahin, ciao.